Hallo Leute, ja, wir sind hier in Oxygen Not Included ohne den Spaced Out DLC. Den hatte mir der Modder geschenkt. Recht herzlichen Dank nochmal dafür. Ich hatte gerade Panik, weil ich habe dieses schicke Intro mir angeguckt und das war ganz lustig. Und dann wollte ich das Spiel hier starten und dann ging das nicht. Aber da musste man halt den DLC deaktivieren und dann geht's doch. Also wir können auch weitermachen und ja, schauen wir mal, wie wir weiter vorankommen. Ich hoffe, dass ich dieses Spaced Out auch mal ausprobieren kann, ohne dass ich mir hier was zerstöre. Das wäre nämlich dann nicht so ganz so toll, ne? Jetzt haben wir hier, sehe ich gerade dieses. Achso, die haben wir rausgeschmissen schon. Das passt, glaube ich, schon. Das war schon richtig so. Gut, okay. Wir sind hier da mit dieser Slickstar-Farm, so die wir hier demnächst haben wollen, unterwegs. Dafür muss hier aber noch einiges gebaut werden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das ist aber alles erreichbar. Ah, da kommt auch schon jemand und baut was, oder? Beziehungsweise, ja doch, er baut es. Den Brutkasten tatsächlich als erstes. Ist aber auch nicht schlimm, dann können wir das erste Slickster-Ei da gleich schon reinschmeißen. Vielleicht geht das dann schneller, wie wenn es hier rumliegt, ne? Weiß ich aber nicht. Jo, ihr geht mal das Logo gucken und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, jetzt ist hier auch tatsächlich schon fertig und dann würde ich sagen, Slickster-Ei brüten kontinuierlich passt. So, dann wird da das auch gemacht. Jetzt müssten wir hier noch so ein, wie heißt das Ding, einen Aussetzer machen, ne? Worunter lief denn das unter Nahrung? Ich glaube ja, Tieraussetzer. Ich glaube, den müssen wir hier haben, damit wir die aus dem Brutkasten dann auch aussetzen können, ne? Das müssen wir machen. Das sieht erstmal alles hier soweit ganz gut aus, glaube. Warum diese beiden nicht hier als erstes abgebaut werden, weiß ich auch noch nicht, ne? Okay, da kommt jetzt schon das erste Ei in die Brutmaschine. Das ist schon mal sehr gut. Ah, jetzt ist hier der Trupp auch zum Arbeiten gekommen. Schön geplaudert, wunderbar. Ja, wenn ihr das abbauen würdet als erstes, ne? Wir können ja mal die Prio dafür ändern. Dann geht das auch ein bisschen schneller hier vielleicht. Beim Laufen. Ja, das ist leider so. Ja, das soll auch alles weg, ne? Aber. Warum? Achso, die Leiter. Ja, haben wir hier einen Versatz drin. Bin mir nicht sicher, warum, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt geschrieben hatte. Der Mordrak hatte mir dann noch so viele Sachen geschrieben, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Wir waren auch letztens beim Strom hier oben. Wie sieht es denn da aus? Warte mal, das war hier. Okay, da kommen wir nicht dran. Da haben wir das aber gemacht. Könnte funktionieren auf Dauer irgendwann mal. Hier haben wir so einen Versatz jetzt drin. Hier sind auch Leitungen für den nicht angeschlossenen Sauerstofffilter, beziehungsweise den Filter überhaupt. Sauerstoff filtert er nicht, sondern er filtert überhaupt. Okay, hier, das hat irgendwie bis jetzt immer noch nicht gefruchtet, ne? Aber warte mal, hier ist es ein bisschen weiter. Das heißt, wir können jetzt hier noch eine Leiter weiter hochbauen. Weil das müssen wir machen. Und dann können wir da auch noch einen Ziegel hinsetzen, ne? Ah ne, der geht nicht, weil da oben was gebaut werden muss wahrscheinlich, ne? Na super. Ja, aber wir sind da auf einem guten Weg, denke ich. Hier können wir weiter. Hier sind noch Wege, die nach da gehen sollen oder nach da. Hier. Weiß ich jetzt gar nicht, wie wir da weiter vorankommen. Hier ist Kohlendioxid, hier ist Kohlendioxid. Ja, wir müssen dann weiter hier hoch. Das ist schon mal richtig. Wir haben auch ein Wasserproblem noch. Das müssen wir auch noch gucken, dass wir das geregelt kriegen, ne? Da ist Salzwasser. Hier haben wir nochmal so ein schicken Biom. Mit Eis. Da ist aber schmutziges, verschmutztes Wasser drin. Das könnte man aber rein theoretisch ja hier unten irgendwo hinbringen. Ja, es ist. Wir müssen auf jeden Fall langsam jetzt eine Wasserquelle, glaube ich, auftun, ne? Beziehungsweise die Filteranlage muss dann besser sein, notfalls. Okay, hier haben wir einen Erdgasgeysir. Aber den haben wir auch noch nicht. Da ist Salzwasser. Ja, da brauchen wir dann eine Entsalzungsanlage, ne? Was haben wir hier? Wasserstoff, okay. Was ist das hier für eine Oxalit, okay. Ja.
Hier ist auch was gebaut. Ja, uns wird das frische Wasser ausgehen. Da müssen wir dran arbeiten, definitiv. Hier ist ja bis dahin gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man von da dahin kommt. Das ist eine gute Frage, ne? Er hat keinen Ausgang, ist klar, weil da noch die Leitung nicht gebaut ist. Hier geht es aber irgendwie nicht voran. Warte mal, hier kann man noch was setzen. Gucken wir uns das doch mal gerade an. Die drei hier brauchen noch was. Er aber nicht, weil er sonst miese Stimmung hat. Da müssen wir erst unser Dingens. Das ist kurz davor, macht also auch keinen Sinn. Aber hier, er könnte etwas machen. Viehzucht. Viehzucht machen wir. Gut, die anderen beiden lassen wir erst nach außen vor, weil das keinen Sinn macht. Ja, das lassen wir so. Okay, dann haben wir das auch. Wie sieht es mit Essen aus? 39.000, das ist okay. Das mit dem Wasser sieht soweit hier gut aus, glaube ich. Das klappt erstmal. Wir haben hier tatsächlich auch eine Produktion von Algen. Zurzeit kein Strom natürlich, auch sehr schön. Aber die lief gerade, glaube ich, ne? Was packen wir hier rein? Schleim kommt da rein, okay. Was hier nicht ganz so toll ist, wenn die hier reinlaufen, dann kriegen die nasse Füße. Man könnte natürlich hätte einen Zwischenboden reinbauen können, ne? Glaube, wo dann das alles runterfällt und die da drauf laufen. Aber naja, so ein bisschen müssen sie jetzt mal damit leben. Den nächsten, den bauen wir dann anders, ne? Hier kommt wahrscheinlich keiner hin, der das da bauen soll. Ja, ich glaube, das geht nicht. Aber da oben hat schon einer gebaut, das heißt, wir können da oben. Ne, warte, abbauen. Den können wir abbauen. Und das können wir auf jeden Fall auch abbauen. Warum ist der da nicht fertig gebaut worden? Keiner weiß es. Aber der geht auch schon. Und der geht auch weg. Und den können wir eigentlich auch wegmachen, den müssen wir nur zerlegen. Und wenn wir den zerlegen, kommen wir da vielleicht nicht dran. Müssen wir erst noch abwarten. Hier ist jetzt so einer schon drin, oder was? Wollen wir hier eine Hutch-Farm machen? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, oh. Hatchlinge, ja. Dann sollten wir hier auch einen Tieraussetzer für Hatchlinge machen, ne? Aber die brauchten ja irgendwie, sag schon. So erdreich, oder? Auf jeden Fall wird das da schon mal reingebracht. Hier können wir noch was anpflanzen. Und da auch. Haben wir aber keinen Samen mehr für. Okay, dann halt nicht. Hier ist gerade wieder so Schleim runtergefallen. Produktion, zu wenig Ressourcen, Schleim, 10 Kilogramm fehlen da. Und hier ist nichts drin, oder was? 0 Kilogramm, okay. Das können wir mal aufräumen hier. Und hier unten könnte man das auch tun, ne? Lass uns erstmal die Hauptgegenden gucken, dass wir die aufgeräumt kriegen, weil meistens liegt hier ja auch noch was rum. Hier oben geht es noch weiter, wo nicht aufgeräumt ist, aber das ist schon ausgewählt. Ah, der ist doch noch fertig gemacht worden, okay. Ja, das heißt, es reicht noch nicht ganz, ne? Hier, die Bilder sind ja schon mal schick, ne? Mit dem Fleisch da drauf oder was auch immer ist. Müsste jetzt nur gucken, dass man woanders auch noch welche vielleicht hat. Die Laufrichtung fürs Wasser ist für die Waschbecken ist richtig. Das passt erstmal alles. Kühlschrank ist auch noch was drin. Wir haben 40.000. Eigentlich ist das Essen erstmal okay. Hier wird tatsächlich gebrütet. Das ist auch gut. Allerdings müssen wir mal gucken. Ist eingehängt. Das heißt, da ist einer tatsächlich zu viel drin.
Sollten wir doch langsam drüber nachdenken, dass wir hier unten. Der ist glücklich. Einer muss hier runter, denke ich mal. Müssten wir jetzt hier einfach die Tür offen machen, ne? Bis einer durch ist, ne? Macht jetzt aber gerade keiner. Aber die wachsen, ne? Ja, hier, der müsste eigentlich weg, der Kompaktpufft. Also eine andere Farbe, ne? Eingeengt, verhungert, Zeit bis zum Tod mürrisch. Warum verhungert der? Ach so, dass er Körpertemperatur, Kalorien 0. Okay, er hat nichts zu essen. Aber der nimmt doch auch Luft, oder? Schmutzige. Der hinterlässt Fleisch, okay. Und der. Der braucht Sauerstoff, okay. Das heißt, den müssten wir einfangen, aber den kann man nicht einfangen, oder? Wir können den nicht einfangen. Okay, der müsste woanders hin, ne? Kriege ich den eingefangen? Ja, den würde ich so eingefangen kriegen. Und da ist er eingefangen, ne? Ich würde den jetzt hier schnell rauslassen wollen, oder? Nahrung. Weil hier ist Sauerstoff, oder? Aussetzer. Prio machen wir gerade ganz schnell hoch. Aber hier ist kein Aus. Hier fehlt der Ausgang. Was ich hier gebaut habe, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz, ne? Ist schon zu lange her. Muss ich mal in alte Folgen gucken, damit ich das finde, ne? Aber bevor ich das jetzt falsch mache. Der kommt jetzt erst eine Tür schnell hin. Ein Ziegel darauf kann man immer wieder abbauen, wenn es sein muss. Wofür ich das gemacht habe, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Priorität schrauben wir gerade auch für die zwei Sachen hoch, wenn er da ausgesetzt wird. Der liegt da nämlich noch. Kriegen wir das auch noch hin? Weil wenn er hier Fleisch runterschmeißt, ist das natürlich richtig cool für uns, finde ich. Okay, jetzt wird hier schon mal gebaut. So, dann Tieraussetzer reinmachen für die. So, die Tür wird hoffentlich auch gerade schnell fertig. Dann passt das erstmal, oder? So, der müsste jetzt da, konnte da ja jetzt ausgesetzt werden dann, ne? Jetzt muss den nur einer holen wahrscheinlich. Okay, das verlagern nach. Okay, das würde auch so gehen. Finde ich ja krass. Mal schauen, wann das einer macht. Ist da schon einer runter? Nee, ne? Aber wenn der da raus ist, die fühlen sich nur eingeengt. Ja, wenn der raus ist, könnte es ja sein, dass es dann nicht mehr eingeengt ist. Das heißt, ich würde jetzt erstmal schauen, obwohl wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er da runterfliegt. Dann sind wir den nämlich, ja, komm, das machen wir jetzt. Tür wieder auf Automatik. Wenn er runter geht, ist gut. Wenn er hoch geht, ist schlecht. Er geht aber runter. Das heißt, er ist immer noch eingeengt, aber weil der jetzt auch wieder hochkommt. Flieg doch mal bitte wieder runter und nicht hoch.
Ah, er fliegt schon mal runter. Und jetzt muss einer hier mit der Prio 9 die Tür mal schnell machen. Kann das mal einer schnell machen, die Tür dazu? Forschung abgeschlossen, okay. Muss aber hier bleiben, ne? Muss nicht hochfliegen. Boah, wäre schön, wenn jetzt einer die Tür dazu macht. Und den da auch einer wegtransportiert, ne? Er fliegt jetzt wieder hoch, leider. Entschuldigung. Ja, jetzt ist er unten und er macht die Tür zu. Das ist schon mal richtig. So, jetzt ist die Frage, ob der noch eingeengt ist. Die sind noch eingeengt. Jetzt müsste der noch wegtransportiert werden, aber irgendwie kann ich nicht. Oder kann ich doch? Ne, kann ich nicht. Ich kann die Prio dafür nicht hochsetzen. Ja, weiß ich auch nicht. Geht halt nicht. Lass uns mal hier noch den wegmachen und dann den da hinbauen. Aber hier ist eigentlich nur verschmutzter Sauerstoff, den könnte man rausfiltern, ne? Da unten ist natürlich der Erdgasgeysir. Der Schleim wird jetzt gerade hier hingebracht und die Maschine läuft wieder, ne? Wie viel Kilo? Oh, wir haben gar keine Algen mehr. Das ist ja ganz schlecht. Aber wir hatten doch, hatten wir doch, oder? Können wir hier was Schickes kaufen? Hilfspaket, Wühlmaus. Hilfspaket, schicker roter Anzug. Den kann der eine tragen, das ist gut. Der so am Limit ist. Zwei haben den schon an. Jetzt muss ich nur den rausfinden, wer das ist. Aber unsere Algen sind ein ganz großes Problem gerade. Hier wird jetzt gearbeitet. Wo finde ich Algen? Hier? Hier. Mit Prio 9 abbauen. Hier waren noch irgendwo noch mehr Algen, oder? Ist das hier? Nein. Die Alge ist schon 100 Gramm, haben wir erstmal wieder. Rettet uns gerade das Überleben für 5 Minuten wahrscheinlich. Ist das sind noch Algen hier, glaube ich, ne? Die will ich aber jetzt nicht abbauen. Hier ist noch mehr Alge. Geht das so? Ja, es geht so. Ich glaube, selbst das kann ich machen. Hier sind auch noch Algen. Wo tippeln die jetzt alle hin? Ich glaube, da sind auch noch Algen, ne? Kann das sein? Ja. Was laufen die für zwei Algen da? Ja, ist halt so, ne? Das hier ist Schleim. Hat man den denn geguckt, dass der nicht... Nee, ist er wohl nicht. Dann können wir den sogar gut abbauen, ne? Kontaminiert ist der nicht. So, das war das Wort, was ich suchte. Ja, der filtert doch, oder? Darunter ist dann auch Ton. Da muss einer ganz schnell auf Toilette. Hat wohl noch geklappt. Hier wird nichts gepflegt. Kein Wasser da. Und kein Wasser, dann keine Sauerstoff. Aber Pumpe sitzt noch im Längens. Ja, läuft. Haben gerade was geholt. Hier muss noch was passieren, ne? Ja, ist alles so ein bisschen gerade so, wo ich nicht so wirklich sehe, was wir richtig machen müssen. Hier ist jetzt auch was drin, was da gar nicht reingehört, ne? Ist doch Erdgas, was da so leuchtet, oder? Ist die Konzentration so hoch, dass das so aussieht? Naja, aber wir müssen gucken, dass das langsam vorangeht. Kriegen wir bestimmt hin, wird aber eine Weile dauern. Ich sage aber erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.